Hallo liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer Runde. Nein, heute mal nicht auf Robots, denn der Server ist irgendwie seit gefühlten 2 bis 3 Stunden down und kein Admin kümmert sich darum, sondern heute spielen wir mal den Spielmodi Money Wars. Das heißt hier, ich joine mal drauf, jetzt genau, und dann gucke ich mal bei Solo Mode, wie es funktioniert, erkläre ich euch dann gleich. So, joinen wir mal hier in diese Lobby rein. Okay, die Map kenne ich noch nicht. Oh lol. Pre-Game Ends, also Vorgame, hä, okay. Ach so, ja, genau. Man wird hier auf seine Insel gespawnt und das ist praktisch wie Bed Wars, nur mit dem Unterschied, dass man... Lol, hier gibt's Kids. Ah lol, das ist ja OP. Hab mir das nur gerade durchgelesen, was es macht, so. Man hat hier seine Insel und auf dieser Insel sind Spawner. Eisenspawner, Goldspawner, der ist am Anfang deaktiviert und ich glaube irgendwo ist noch ein Eisenspawner. Okay, hier oben nicht. Ja, ich denke irgendwo ist noch einer und, oh guck mal, hier ist jemand, der mich kennt. Ist ja toll. Man kann diese Spawner auch upgraden, das heißt hier klicke ich mal drauf, 25 Eisen kostet das. Das heißt, zack, ist der geupgradet. Jetzt ist er auf Level 2. Jetzt braucht man natürlich Gold, um den weiterhin abzugraden. Das ist aber kein Problem. Dazu bauen wir uns dann gleich in die Mitte. Und ihr seht hier, hier gibt es so Schalter. Die zeigen zur TNT. Und das Ziel ist es, also diese TNT in die Luft zu jagen. Und dazu muss man zu den Gegnern halt rüberbauen. Die beiden Schalter umlegen. Erst wenn beide Schalter umgelegt sind, ist dann auch der... ist dann die TNT explodiert und das Team kann nicht mehr respawnen, beziehungsweise der Spieler. Und ich habe gerade gesehen, dass da oben auf dem Dach ein Diaspawner ist. Ich guck mal, wie man da hochkommt. Hier vielleicht lang? Ja gut. Dann muss ich mich da vermutlich hochbauen oder sowas. Mal gucken. Ich gönne mir jetzt auf jeden Fall erstmal Blöcke. 16, so, perfekt. Und baue jetzt erstmal ein ganz kleines bisschen meine Hebel ein, dass man jetzt erstmal nicht rushen kann ohne Spitzhacke. So, zack, zack. Und lol, die ersten Activator wurden schon platziert, getötet, wie auch immer. Das heißt, hier jetzt seht ihr, bei irgendjemandem ist gerade was explodiert. Habe ich eigentlich irgendwie gerade keinen Game Sound? Das ging mir letztens schon mal so. Also, sorry, dass gerade kein Game Sound da ist. Ich weiß nicht, woran das liegt oder was man dagegen machen kann. So, jetzt hier wieder das Eisen gegönnt und jetzt baue ich mich hier mal nach oben. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Genau, jetzt bin ich hier schon. Kann ich mal noch hier hoch. Wie gesagt, ich habe auf dieser Map hier noch nicht gespielt und ich spiele diesen Spielmodi eigentlich auch nicht so gerne. Ist halt eigentlich einfach nur gut dafür, wenn man Tokens bekommen will auf Skybounce, also auf dem Server halt wie bei mir Robots. Und von diesen Tokens kann man sich dann Special Items kaufen, zum Beispiel ein Ronhit-Schwert. Das ist das, worauf sie da abgesehen hat und ich natürlich auch, darum spiele ich das überhaupt. So, ich würde sagen, ich mache mir jetzt, gönne ich mir hier so ein Schwert, genau, erstmal ein Holzschwert. Und eine volle Lederrüstung, die sollte ich jetzt ja gleich haben. Lol, irgendjemand rusht hier gerade schon richtig. So, Lederrüstung, zack, 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 zack. Jetzt habe ich noch ein bisschen Eisen übrig, davon kaufe ich mir 2 Steaks. Krass. Und baue mich mal ein bisschen in die Mitte. Immer die eigene Base im Auge behalten. Als nächstes bin ich an der Reihe, von daher, ja, muss ich da ein bisschen aufpassen. Also, es ist eigentlich praktisch so vom Spielmodi her genau dasselbe wie Bed Wars, nur dass die Währung und das Bekommen der Währung anders ist. Die spawnen nicht random, sondern man kann das upgraden. Das ist halt eigentlich der einzige Unterschied. So, jetzt... GG, das habe ich gut gemacht. Ihr müsst wissen, ich bin absolut best in Fast Bridgen. Da bin ich richtig gut drin, ne? Ja... So, jetzt bin ich respawned und ihr seht, es gibt auch eine Respawn-Zeit. Also, man respawnt nicht instant, sondern es dauert eine kleine Weile. So,
Da ich eh nicht gut im PvP bin, brauche ich mir auch kein besseres Schwert holen. Das ist praktisch nur, falls jemand No-Equip kommt, dass ich den dann töten kann. Essen. Das ist halt irgendwie, das Essen ist so übertrieben teuer hier. Aber wenn man die erstmal auf einer ordentlichen Level hat, dann geht das eigentlich ganz in Ordnung. Wie viel kostet der Goldspawner eigentlich zum Aktivieren? 5 Gold. Okay. So, 32 Blöcke. 32 Eisen habe ich. Das heißt, hier Blöcke gegönnt und weiter in die Mitte gegangen. Ich finde übrigens, dass die Map auch richtig geil gebaut ist. Okay, da ist schon wieder jemand gestorben oder am Sterben. Okay, da ist jetzt schon wieder eine Base down. Das heißt, gut, sind noch ein paar drin. Ich baue mich immer so ein bisschen komisch hoch. Man muss aber aufpassen, dass ich mich nicht zu hoch baue. Wenn ich mich zu hoch baue, dann kann es auch sein, dass ich durch Fallschaden einfach sterbe, denn man bekommt auf diesem Server Fallschaden und zwar nicht wenig. Oha. Der Typ hat mich offensichtlich nicht gesehen. Oder hoffentlich nicht, denn der war ein bisschen OP-equipped. Wer ist denn der Blaue? Der Justin, okay. Vor dem habe ich schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich hoffe, dass der mich nicht sieht. Okay, mir scheint, dass er in die andere Richtung rennt. Das heißt, ich snack mir hier schnell das Gold. 5 Stück. Das reicht mir jetzt auch schon, damit gehe ich jetzt zurück in meine Base. Ja, aktiviere den Goldspawner und hoffe, dass er mich nicht verfolgt und auf meine Insel kommt und mich tötet. Zack. Oh Gott, das war jetzt close, denn ihr seht, bei mir deckt es hier immer mal ein bisschen beim Hochstacken. Und dann backe ich manchmal so zur Seite aus dem Block raus. Das ist richtig mies. Das heißt, ich bin so da und auf einmal, plupp, sterbe ich einfach so, weil ich aus dem Block rausgebackt bin. Okay, 10 Gold kostet das nächste. 1 Gold alle 5 Sekunden und der Justin hat schon... dieser Justin, der rasiert ganz schön. Oder? Ach nee, der wurde eliminiert. Ah. Ich warte jetzt einfach erstmal, bis ich das Gold hierfür habe, oder? Ich guck mal, wie viel der Diamond Spawner eigentlich kostet zum Aktivieren. Hier, seht ihr, das meinte ich gerade, dass man da so rauspackt. So, 5 Diamonds, ja gut. Ein Gold noch? Eins noch? Ah, es sind sogar 2, perfekt. So, als nächstes braucht man Diamanten, um den zu upgraden, genau. Dazu muss ich dann in die Mitte, aber jetzt erfahre ich mir erstmal hier so ein bisschen besseres Zeug. Ich kann mir zum Beispiel jetzt erstmal noch einen Stack Blöcke gönnen, dann eine Spitzhacke, dann können wir auch schon mal ein bisschen auf Angriff gehen. Oh, ja gut. Ich würde sagen, RIP. Och man. Ja, ich bin schlecht in diesem Spielmodi. Aber, na gut, ich bin jetzt halt auch tot. Hä? Ach, der hat einen Bogen. Ah, alles klar. Ich habe noch einen Kill gemacht. Einen noch. Mir macht dieser Spielmodi halt auch echt keinen Spaß. Aber ich kann leider gerade nichts anderes aufnehmen, weil der Server, wie gesagt, down ist und das immer noch, obwohl wieder eine halbe Stunde vergangen ist. Also es ist gerade 16.33 Uhr und ich bin, beziehungsweise mein Bruder hat mir gesagt, dass er um 2:30 Uhr, also vor 3 Stunden schon online war und der Server schon down war. Von daher, RIP. Ich mag diesen Spielmodi halt echt überhaupt nicht. Es gibt halt so Leute, wie ich zum Beispiel, ich sehe es zum Beispiel als sinnvoll, erst die ganzen Spawner auf der Insel zu maxen, nach anzugreifen, aber das Problem ist, man hat halt keine Chance gegen diese Rusher, die sich einfach nur Blöcke kaufen und dich dann mit der Hand töten, weil die halt so totale Tryharder sind. Naja. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder auf Floorboards. Bis dann. Ciao, ciao.